Was macht eigentlich Uwe Bein? Ja, ich habe eine eigene Fußballschule, bin das ganze Jahr über in Sachen Jugendfußball mit Kindern unterwegs, veranstalte im Jahr etwa 20 bis 25 Camps. Das heißt, ich gehe in die Vereine rein, biete den Vereinen altersjugendgerechtes Training an, bin selber die ganze Zeit mit vor Ort und ja, das mache ich seit über 10 Jahren und das macht mir eine Menge Spaß. Warum sieht man dich nicht bei größeren Vereinen? Warum nur Fußballschulen? Uwe Bein gehört doch ganz woanders hin. Ja, das sagst du. Ja, sowas ist eine Aufgabe in irgendeinem Verein, gerade hier wie jetzt hier in Frankfurt, irgendwas zu machen, das würde mich schon reizen. Bin ja im Moment auch ein bisschen involviert bei Eintracht TV. Aber ich hatte mir immer zum Ziel gesetzt, wenn ich aufhöre, Fußball zu spielen, irgendwas mit Jugendlichen zu machen. Und ja, wie gesagt, das habe ich in die Tat umgesetzt und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Und ich denke auch, dass ich da noch ein bisschen dranbleiben werde. Stellst du bei den Jugendlichen irgendwie was fest? Hat sich da irgendwas entwickelt? Sind die dadurch, dass wir auch Weltmeister geworden sind, sind da viel mehr Emotionen dabei und größere Resonanz? Die Resonanz ist sowieso da, schon immer. Und ja, es ist wie bei uns früher auch. Die Kids sind motiviert, die wollen trainieren, die haben Spaß am Fußball. Es gibt sehr, sehr viele Talente. Also da brauchen wir uns für die Zukunft eigentlich keine Gedanken zu machen. Spielst du denn eigentlich noch? Ich habe im letzten Jahr noch ein bisschen in der Uwe Seeler Traditionsmannschaft gespielt und werde, wenn es irgendwie passt, im neuen Jahr das eine oder andere Mal bei der Eintracht Traditionsmannschaft mitspielen. Hättest du heute mit deinem Potenzial, der Mann mit dem tödlichen Pass, eigentlich noch Chancen in der Bundesliga mitzuhalten? Ich glaube, so wie ich gespielt habe, gibt es so auf Anhieb, fällt mir da jetzt keiner ein. Forsberg ist vielleicht ein Spieler. Hat natürlich ganz anderes Potenzial, was die Schnelligkeit jetzt angeht. Aber er ist auch ein Spieler, der das Auge hat, der den tödlichen Pass spielen kann. Nein, das kann man nicht mehr beurteilen, weil klar, wenn ich Raum im Mittelfeld hätte, 5-6 Meter keinen Gegenspieler um mich rum, dann könnte ich auch noch einen Ball annehmen und den verteilen. Ich denke, das ist noch möglich, aber das Spiel ist so schnell, so athletisch geworden, das traue ich mir jetzt nicht mehr zu.